Willkommen bei der aktuellen Sendung von Tichys Ausblick. In dieser Woche mit Achim Winter, der mich durch die Themen der Woche begleitet. Achim, was war in dieser Woche wichtig? Ja, also das Wichtigste, was so in den Medien lief, war ja die Ukraine. Ja, also dieses wunderbare Treffen mit Olaf Scholz und Biden in Washington, wo man sich auf das Sanktionsregime geeinigt hat. Und das bedeutet dieses Sanktionsregime? Ja, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es so, dass wenn der Herr Putin irgendwie in der Ukraine irgendetwas macht, dann wird Nord Stream 2 nicht angeschaltet. Ja, und da habe ich mich gefragt, okay, was ist das jetzt für eine Sanktion? Ja. Wie viel Prozent Gasbedarf haben wir in Deutschland? Also was wird von den Russen gedeckt? Von den Russen wird über 50% gedeckt und es kommt ohnehin über eine andere Leitung. Also kein Mensch braucht Nord Stream. Ja, genau. Das heißt also auf gut Deutsch, es wird eine Leitung nicht eingeschaltet, die auch vorher gar nicht nötig war. Genau. Die Antwort ist, wenn die Russen kommen, kommt das Gas trotzdem und ja, die Ukraine vergeht. Aha, gut. Also es ist, ja, also dann war das Thema doch gar nicht so wichtig, habe ich den Eindruck. Doch, es war sehr wichtig, denn es bedeutet an Putin, kannst einmarschieren, die Deutschen finanzieren deinen Krieg. Ja, genau. Ich hätte sowieso nicht den Eindruck gehabt, glaube ich, dass Herr Putin vor uns sehr viel Angst gehabt hätte. Das andere natürlich Ottawa. Das beeindruckt mich sehr, das verfolge ich im Netz. Die Trucker gegen Trudeau, ja, was da so los ist in Ottawa, das wird ja hier eigentlich nicht so richtig berichtet. Das ist doch schon ziemlich beeindruckend. Das hält sich ja eine Zeit lang jetzt, ne? Ich habe den Eindruck, selbst in Bayern hat man Angst. Söder ist ja eingeknickt. Söder hat gesagt, die Bundesrepublik Deutschland macht Gesetze, wir wenden sie nicht an. Aha. Herr Lauterbach macht Quatsch. Ja. Markus Söder ist jetzt in der Opposition, lieber Roland. Und da kann man den anderen mal versuchen, ein bisschen auf die Füße zu treten, auch wenn es bedeutet, das Gegenteil von dem zu tun, was man die ganze Zeit gemacht hat. Ja, aber er hat Glück, dass in München so eine ausgedehnte Fußgängerzone... Meinst du, kommt durch die Fußgängerzone kommt kein Truck? Ja, genau. Auf der Maximilianstraße könnte man es vielleicht noch machen. Aber jetzt, also jedenfalls schafft Söder zwei Dinge ab, die Impfpflicht für Pfleger, die lässt er einfach sein. Ja. Impfpflicht für Pfleger, Bundesgesetz wenden wir nicht an. Und zweitens, im Freistaat wird die Corona-bedingte Sperre nachts aufgehoben. Also Lockerungen in Bayern, Lockerungen wie in vielen anderen Ländern Europas und der Welt. Wir haben ja so einige Länder, England zum Beispiel oder Dänemark, die alles ziemlich stark lockern. Ganz im Gegensatz zu unserer Bundesregierung, die ja offenbar mit beiden Füßen immer noch auf der Bremse steht. Die Bundesrepublik steht auf der Bremse. Wir sind das Land in der Mitte Europas, das weiterhin streng die Menschen einsperrt. Wir müssen ein ganz besonderes Virus haben. Ja, aus Angst vor einem Virus, das jetzt wirklich auch sehr interessante Eigenschaften ausweist. Und ich glaube, das ist heute auch der Grund, warum wir hier sind. Denn der Virus, wo kommt er wirklich her, war ja die Frage, die wir uns vor einem Jahr schon mal gestellt haben. Und deshalb freuen wir uns sehr, heute einen Gast zu haben, der es uns erklären kann. Das ist Professor Roland Wiesendanger. Er ist Professor für experimentelle Festkörperphysik an der Universität Hamburg, Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinschaft Leopoldina. Er hat 2021 eine Studie zu Corona vorgestellt mit dem Ergebnis, dass Corona aus dem Labor stammt. Er wurde dafür als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Von wem? Von Herrn Drosten in erster Linie und anderen Wissenschaftlern, die dann im Lancet dagegen geschrieben haben. Jetzt scheint Herr Professor Wiesendanger recht zu bekommen. Herr Professor Wiesendanger, Sie haben die Entwicklung mit Corona, Covid-19 als das Tschernobyl der Genforschung beschrieben. Wir erinnern uns, Tschernobyl, das war die atomare Katastrophe in der Ukraine. Wie kommen Sie zu dieser Beurteilung, Herr Professor Wiesendanger? Ja, es ist so, dass wir ja jetzt seit 2 Jahren eine Katastrophe erleben. Die gegenwärtige Pandemie hat Millionen von Menschen getötet und hat Milliarden von Menschen in ihrer Existenz bedroht oder sogar auch schon die Existenz genommen. Und ich habe mich natürlich sehr frühzeitig als Wissenschaftler dafür interessiert, was eigentlich die Ursache ist eben für diese Katastrophe. Und das führt automatisch zur entscheidenden Frage des Ursprungs der gegenwärtigen Pandemie. Und dann hat man natürlich sehr frühzeitig hören können, dass aufgrund der räumlichen Nähe des Ausbruchsorts in Wuhan und dem weltweit größten Institut, das an Coronaviren forscht und auch schon seit Jahren Coronaviren manipuliert hat, es eben nahe liegt, dass diese Pandemie tatsächlich aus einem Labor entsprungen ist.
Und insbesondere haben auch sehr frühzeitig die Virologen, die das ja auch genau analysiert haben anhand der Gensequenz des neuen SARS-CoV-2-Virus, tatsächlich auch gesehen, dass es da ganz bestimmte Merkmale gibt, dieses Virus, was darauf schließen ließ, dass es eben nicht natürlichen Ursprungs ist. Und das ist tatsächlich dann in der Folgezeit, insbesondere ab Februar, leider vertuscht worden von einigen namhaften Virologen. Und es wurde daraus dann eine Verschwörungstheorie, ein Begriff, der also von den Wissenschaftlern selbst geprägt worden ist, nicht von den Medien. Und ab diesem Zeitpunkt, das war etwa Anfang März, Anfang April, galt diese Labortheorie eben als Verschwörungstheorie, und alle, die eben auch die Information weitergegeben haben über diesen Laborursprung, sind als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt worden, sind diffamiert worden in der Öffentlichkeit. Dazu haben selbst Nobelpreisträger wie Luc Montagnier in Frankreich gehört. Es durfte einfach nicht sein, dass dieses Virus aus dem Labor stammt. Nun ist die Frage der Schuld ja eine, und die persönliche Betroffenheit, die über Sie herabgeprasselt ist, indem man Sie beschimpft und beleidigt hat, auch eine sehr böse Angelegenheit. Aber was hilft uns jetzt die Beantwortung der Schuldfrage? Was hilft uns weiter bei der Frage, wie man damit umgeht? Ja, also die Ursache der gegenwärtigen Pandemie ist unglaublich wichtig. Es ist ja viel, viel wichtiger als jetzt bei anderen Unglücksfällen, Flugzeugunglücksfällen, hier entsprechend zu recherchieren, was eigentlich die Ursache ist. Bei einem Flugzeugabsturz nimmt man es als ganz selbstverständlich hin, dass man genaue Recherchen anstellt, um eben auch die Menschen, die davon direkt betroffen sind als Angehörige, natürlich auch entsprechend zu informieren, was denn die Unglücksursache ist, und natürlich auch Fragen zu stellen, was hätte man denn machen können, um dieses Unglück zu verhindern. Also zum Beispiel auch von technischer Seite hätte man da bei der Flugzeugwartung besser, genauer hinschauen sollen. Jetzt haben wir es nicht mit Hunderten von Toten, sondern wir haben es mit Millionen von Toten zu tun. Es ist die natürlichste Sache der Welt, eben das zu hinterfragen. Und das ist die Aufgabe letzten Endes natürlich nicht nur der Wissenschaftler, sondern natürlich auch von Personen, die eben auch in der Recherche von solchen dramatischen Unglücksfällen eigentlich sonst beauftragt sind. Nun, aus der Wissenschaft heraus wissen wir, dass es kein Zufall war, dass diese Pandemie in Wuhan ausgebrochen ist. In Wuhan am Virologischen Institut wird schon seit Jahren hochrisikoreiche Forschung betrieben, sogenannte Gain-of-Function-Forschung, zu Deutsch Funktionszugewinn-Forschung. Das klingt eigentlich sehr harmlos, ist es aber nicht. Konkret werden hier Viren aus der Natur künstlich eben an den Menschen angepasst, auf Menschen übertragbar gemacht, und auch wird dafür gesorgt, dass eben auch solche Viren dann sehr leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Ja. Warum macht man das? Ja, warum macht man das? Das ist eine sehr gute Frage. Also letzten Endes, die Erklärung war immer, ja, man möchte also im Wesentlichen schauen, wie sich natürlich vorkommende Viren verändern können, um dann vielleicht mal durch Mutationen dann gefährlich werden zu können für den Menschen. Und man wollte dem einen Schritt voraus sein durch entsprechende Experimente im Labor. Tatsache ist aber, und das zeigt die gegenwärtige Pandemie, dass wir ja nicht besser vorbereitet waren, trotz der Tatsache, dass man solche hochrisikoreichen Experimente durchgeführt hat. Und das ist eben eine Diskussion, die zieht sich schon seit 11, 12 Jahren hin. Die allerersten Experimente, die man als besonders problematisch erachtet hat, waren Modifikationen, gentechnische Manipulationen an Vogelgrippeerregern 2011, 12 durch zwei Forschergruppen aus USA und aus den Niederlanden. Dort hat man erstmals Vogelgrippeerreger an den Menschen angepasst,
Und man hat gesehen, welche riesigen Gefahren da eigentlich lauern, weil die Todesraten dort im Gegensatz jetzt zu SARS-CoV-2, wo die Todesrate etwa bei 1% liegt, haben wir es dort mit Todesraten von 50% zu tun. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie eben da Manipulationen machen, wo Sie solch tödliche Erreger kombinieren mit einer Übertragbarkeit, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade für die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 erleben, dann ist ja vollkommen klar, was da passieren kann. Wir werden es da nicht mit Millionen, sondern Milliarden von Toten eben zu tun haben. Das heißt, das ist eine tickende Zeitbombe, die in ihrer Gefahr überhaupt nicht vergleichbar ist mit Kernwaffen oder auch Gefahren von Kernreaktoren. Wir haben es hier mit einer tickenden Zeitbombe zu tun. Und wenn wir diese hochgefährliche Gen-of-Function-Forschung nicht sofort stoppen, wenn wir die nicht beenden, dann wird diese Forschung irgendwann zu unserem Ende führen. Das heißt aber auch, dass diese Forschung im Grunde misslungen ist. Ich hätte jetzt angenommen, wenn man so etwas herstellt, und ich würde da mit bösen Zungen zusammen sogar sagen, da wird im Grunde an Biowaffen geforscht und es wird gesagt, es ist zum Wohl der Menschheit. Ich hätte ja angenommen, wenn man einen SARS-CoV-2 züchtet, dass man dann gleich eine effektive Impfung dazu, meinetwegen für die eigene Bevölkerung, herstellt. Das ist ja offenbar nicht geschehen. Also man hat erstmal ein Virus geschaffen und hat aber eben nicht die richtige Impfung oder hat sich nur eingebildet, die richtige Impfung entwickelt zu haben dagegen. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Dual-Use-Forschung. Das heißt, im guten Sinne möchte man tatsächlich im Voraus Impfstoff entwickeln. Man kann aber auch diese Art von Forschung für die Entwicklung von Biowaffen natürlich auch einsetzen. Wenn wir jetzt mal den positiven Fall annehmen, tatsächlich der Impfstoffentwicklung, und das war tatsächlich auch Hintergrund der Forschungsarbeiten am Wuhan-Institut für Virologie, dann kann es aber eben trotzdem sein, dass eben solche Erreger dann nach außen dringen, unkontrolliert nach außen dringen, und zwar in einem Stadium auch der Impfstoffentwicklung, wo man das noch überhaupt nicht kontrollieren kann, auch nicht von der Gefährlichkeit her. Und das ist eben das Schlimme, dass wir mit zunehmender Intensität der Forschung auf diesem Gebiet natürlich mit immer größeren Gefahren auch rechnen müssen, weil wir wissen, dass es jährlich zu einer dreistelligen Zahl von Unfällen kommt, selbst in den Sicherheitslaboren der Stufe 3 und 4 in der Biotechnologie, das sind die höchsten Stufen. Man weiß aber jetzt, dass diese gefährliche Forschung mit Coronaviren am Wuhan-Institut teilweise sogar in Biolaboren nur der Stufe 2 durchgeführt wurden. Und das hat natürlich vor allen Dingen auch für große Besorgnis auch gesorgt und natürlich auch eine Erklärung geliefert dafür, dass wohl auch dieser Unfall eben zustande kommen konnte. Sie sprachen von dieser Dual-Use-Problematik. Ist das der Grund, warum offensichtlich die Firma BioNTech schon 2019, bevor wir wussten, was auf uns zukommt, bereits an einem Impfstoff geforscht hat? Also ich möchte dazu sagen, es gibt konkrete Zeugenaussagen von mehreren Kontinenten, die ganz klar darauf hinweisen, dass dieser Laborunfall am Wuhan-Institut für Virologie im August 2019 erfolgte. Das geht einher mit anderen Informationen, die damit sehr gut übereinstimmen, dass nämlich die Forscher am Wuhan-Institut für Virologie am 12. September 2019 ihre weltweit größte Coronavirus-Datenbank offline geschaltet haben, sodass also kein Wissenschaftler der Welt mehr eben zurückverfolgen kann, welche Coronaviren an diesem Institut tatsächlich auch erforscht wurden und welche manipuliert worden sind. Das heißt also, das macht durchaus Sinn, dass es natürlich vor dem 12. September passiert sein muss. Das geht einher mit diesen Zeugenaussagen. Und es geht auch einher mit den Kenntnissen, die ich ja schon in meiner Studie vor einem Jahr auch einfließen ließ, nämlich dass es in der ersten Oktoberhälfte 2019 zu entsprechenden Kontrollen und Untersuchungen von Seiten chinesischer Behörden am Wuhan-Institut für Virologie kam. Auch das wissen wir. Und wir wissen eben auch, dass es erste Infektionscluster eben auch zu diesem Zeitpunkt bereits gab. Das ist einem Factsheet der amerikanischen Regierung vom Beginn des letzten Jahres zu entnehmen. Das heißt also, da laufen natürlich alle
alle Informationen zusammen. Wir wissen auch, dass sowohl die amerikanischen wie die israelischen Geheimdienste sehr frühzeitig, Oktober etwa 2019, von diesem Geschehnis wussten. Und es ist natürlich auch eine interessante Frage, inwieweit der BND, der Bundesnachrichtendienst, hier Informationen hatte und welche Informationen zu welchem Zeitpunkt auch der Bundesregierung zur Verfügung stand. Wir wissen alle, dass die ehemalige Bundeskanzlerin Frau Merkel ja im September 2019 auch nach Wuhan gereist ist. Und wir wissen jetzt, dass das definitiv also nach diesem Laborunfall war. Und Sie sprachen jetzt an, ja, was wusste eigentlich gegebenenfalls welcher Impfstoffhersteller oder welcher Entwickler von irgendwelchen Testverfahren, zu welchem Zeitpunkt eben auch über diesen Unfall Bescheid und welche Informationen sind geflossen, auch unter der Hand, weit bevor die Gensequenz des SARS-CoV-2-Virus am 11. Januar 2020 dann auch offiziell publik wurde. Wir wissen heute mit Sicherheit, dass es hier also auch Informationsflüsse gab in verschiedensten Richtungen. Und das erklärt natürlich auch einiges dann, was damit im Zusammenhang steht. Das ist ja eine große Geschichte der Vertuschung. Ja. Da versteht man, dass einige Forscher ihre Fingerabdrücke verwischen wollten, wie in einem Krimi mit dem Tuch an der Klinke. Das würde mich auch interessieren. Also inwieweit, welche Konsequenzen hat dieses Narrativ, das da aufgebaut worden ist? Das Vertuschen der Tatsache, dass es ein Lab-Leak war, das verstehe ich ja noch, dass die Forscher möglichst versuchen, das zu vertuschen, was sie da angerichtet haben. Aber hat das auch zur Folge gehabt, dass vielleicht, wie beim Flugzeugabsturz, die Konsequenzen aus diesem Vorkommnis in die falsche Richtung gelenkt worden sind? Ja, als nächstes Mal möchte ich noch mal festhalten, die Tatsache, dass es eine Vertuschung gab, ist hundertprozentig gesichert und unabhängig davon, ob jetzt immer noch Einzelne an diese Zoonose-Theorie glauben oder nicht. Die Vertuschung gab es, weil es ist dokumentiert, dass bereits im Januar 2020 eben ganz, ganz viele führende Virologen Anthony Fauci in den USA informiert haben, dass es da ganz bestimmte Charakteristiken in der Gensequenz von SARS-CoV-2 gibt. Viele haben gesagt, es ist 80 zu 20 für einen Laborunfall. Manche sagten dann 70 zu 30 oder 60 zu 40. Aber alle Virologen, ich habe hier auch Dokumente von Virologen aus dem deutschsprachigen Raum vorliegen, waren sich einig, dass diese Charakteristiken eindeutig auf einen Laborunfall schließen lassen. Und es gab daraufhin eben eine berühmte Telekonferenz am 1. Februar 2020, zu der Anthony Fauci, Francis Collins, dem damaligen Leiter der National Institutes of Health, und auch Jeremy Farrar, das ist der Leiter des Wellcome Trusts, eingeladen haben und dann letzten Endes diese Situation analysiert haben und dann tatsächlich innerhalb von 3 Tagen eben diese Erkenntnis, dass es eigentlich mit Sicherheit einen Laborursprung wohl haben müsste, ins Gegenteil verkehrt haben und eben gesagt haben, es darf nicht aus dem Labor kommen. Und sie haben dann mehrere Maßnahmen ergriffen, einen sogenannten offenen Brief in der Zeitschrift The Lancet, dann eben auch eine berühmte Publikation mit Erstautor Christian Anderson in Nature Medicine, letzten Endes einer Zusammenfassung, dass angeblich eben künstlicher Ursprung von SARS-CoV-2 ausgeschlossen werden kann, wobei überhaupt keine schlüssigen Argumente in dieser Publikation gebracht wurden. Und auch die National Institutes of Health haben eben alles daran gesetzt, das als Zoonose eben darzustellen, weil natürlich die National Institutes of Health diese gefährliche Gain-of-Function-Forschung über Jahre, auch während Zeiten des Moratoriums, also des Forschungsförderstopps noch unter der Obama-Regierung, tatsächlich nach Wuhan ausgelagert haben. Alle Male auch Peter Daszak, Präsident der EcoHealth Alliance, der diese Forschungsarbeiten von amerikanischer Seite koordiniert hat, der eben auch diesen Open Letter in The Lancet organisiert hat, der ja unter anderem auch von Herrn Drosten unterzeichnet wurde und eben zum ersten Mal diese Labortheorie als Verschwörungstheorie gebrandmarkt hat. Und jetzt ist eben der entscheidende Aspekt, und das haben Sie ja gefragt,
wenn man wirklich eben Ende Januar, Anfang Februar 2020 das eben auch schon offen kommuniziert hätte gegenüber der Politik, auch gegenüber der Gesellschaft, was hätten wir anders machen können? Ja, mir liegen Dokumente vor, interne Dokumente der DARPA, das ist eine Unterorganisation des Pentagons, und mir liegen interne Dokumente auch vor hier aus Deutschland, die ganz klar besagen, dass es eine andere Reaktion hätte geben müssen, auch aus medizinischer Sicht letzten Endes, und dass man eben diese Erkenntnisse hätte einbringen können, dann auch in eine bessere medikamentöse Behandlung dieses Virustyps. Und natürlich auch von der ganzen Kommunikation der Politik gegenüber Gesellschaft. Es wäre eben vollkommen unnötig gewesen, diese ganze Diskussion, ob wir es hier mit einem grippenähnlichen Erreger zu tun haben. Das ist es definitiv nicht. Es ist ein künstlicher Erreger. Und letzten Endes wussten wir zu Beginn natürlich noch nicht, welche Auswirkungen das haben könnte. Und man muss mit Sicherheit heute auch rückwirkend sagen, dass natürlich diese extreme Reaktion auch in China mit diesen Lockdowns, die übrigens vom chinesischen Präsidenten bereits am 6. Januar freigegeben worden sind. 6. Januar 2020, vergleichen Sie das bitte mal mit dem Datum, als China dann gegenüber der WHO tatsächlich auch von der Mensch-zu-Mensch-Übertragung von SARS-CoV-2 gesprochen hat. Also wenn man das alles weiß, dann sieht man eben, was hier tatsächlich auch an Informationen auf politischer Ebene eigentlich vorlag in China und wie wenig da offen kommuniziert wurde gegenüber der WHO und auch gegenüber der Welt. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil ich gehe fest davon aus, dass man sehr viele Menschenleben hätte retten können, wenn man rechtzeitig eben die volle Information gehabt hätte. Und ich sage ganz deutlich, dass die Virologen, die hier auch beteiligt waren an dieser Vertuschungsaktion, die überhaupt nicht mehr wegzudiskutieren ist, da gibt es unzählige Dokumente jetzt aus USA, diese Vertuschungsaktion hat stattgefunden und die Virologen, die da involviert waren, tragen mit eine Verantwortung letzten Endes für die unangemessene Reaktion zu diesem frühen Stadium. Das waren ja vor 2 Jahren die Frühstadien der Pandemie, wo man noch hätte ganz anders reagieren müssen. Wie hätte man denn anders reagieren müssen? Die Bundesregierung hat ja beim bestimmten Zeitpunkt auf eine Impfstrategie gesetzt. Das war ja die Rettungsinsel, der Rettungsweg, die Impfstrategie. War diese Impfstrategie im Lichte des Aufdeckens, der Vertuschung und des wahren Charakters des Virus, war diese Impfstrategie richtig oder verkehrt? Unter Unterdrückung der medikamentösen Behandlung zum Beispiel, die ja auch... Also da sage ich ganz klar, da möchte ich jetzt keine Behauptungen aufstellen. Ich kann Ihnen sagen, mir liegen Dokumente aus USA und aus dem europäischen Raum vor, die eine ganz klare Antwort darauf liefern, dass es eben besser gewesen wäre, gewisse medikamentöse Behandlungen in den Vordergrund zu stellen. Letzten Endes wäre das der bessere Weg gewesen, letzten Endes. Und mir liegen Dokumente vor, die tatsächlich auch aufgrund der genauen Zusammensetzung dieses künstlichen SARS-CoV-2-Virus eben auch erklären können, dass wir selbst nach 3, selbst nach 4 Impfungen eben wieder auch diese Covid-19-Erkrankung eben haben können. Das weiß man jetzt auch selbst aus Israel nach der 4. Impfung ist das möglich. Und es gibt tatsächlich Dokumente, auch aus der Frühzeit letzten Endes, die genau auch das vorhergesagt haben, dass das eintreffen könnte. Sie sprechen von einer Konstruktion des Virus, der eine Immunität verhindert und damit die Impfstrategie ineffizient macht. Ist es so, dass die Impfstrategie nach einigen Monaten abflacht und ein noch mehrfaches Impfen keine positiven Reaktionen mehr hervorruft? Ja, also nach den Dokumenten, die mir vorliegen, ist es letzten Endes so, dass man sehr wenig Hoffnung eigentlich haben kann, dass man mit immer weiteren Impfungen jetzt hier eine größere Immunität erzielen kann. Tatsächlich eben wäre es angebrachter gewesen, gleich von Anfang an mehr auf medikamentöse Behandlung zu setzen. Und das andere, was man natürlich auch sagen muss, gerade aus der Frühzeit der Pandemie, hat man es eben versäumt, auch den Menschen, die erkrankt sind, eben dann auch letztendlich
letzten Endes ärztlichen Rat zur Verfügung zu stellen, wie sie eigentlich letzten Endes im Frühstadium der Erkrankung eigentlich hätten vorgehen müssen. Es war einfach eine Katastrophe, dass man den Menschen einfach gesagt hat, jetzt bleibt erst mal 1, 2, 3 Wochen zu Hause und wenn es dann mal so schlimm ist, dass ihr ins Krankenhaus müsst, dann meldet ihr euch mal und dann kommt ihr halt ins Krankenhaus und wahrscheinlich dann kurz danach auf die Intensivstation. Und das ist natürlich eine Katastrophe gewesen. Es gab keinerlei Anleitung für die Menschen, die erkrankt sind, wie man eben diese Erkrankung dann bestmöglich auch zu Hause schon mal hätte auch können behandeln. Da gibt es unglaublich viele Versäumnisse, die letzten Endes auch jetzt in der nahen Zukunft hoffentlich aufgearbeitet werden müssen. Und das ist die Folge der Vertuschung. Das ist die zentrale Frage. Ist die schlechte Behandlungsstrategie eine Folge der Vertuschung? Das ist letzten Endes eine Frage der Einschätzung, auch von medizinischer Seite. Ich kann nur sagen, ich könnte eben entsprechende Dokumente bereitstellen und die Einschätzung überlasse ich dann gerne auch medizinischen Kollegen, Fachkollegen aus der Medizin, um genau diese Frage, die Sie jetzt berechtigterweise stellen, zu beantworten. Ja, aber diese die Einsichtsfähigkeit derer, die diese Kampagne, sage ich jetzt mal, vorangetrieben haben. Ja, also es helfen nur Vakzine, Medikamente müssen unterdrückt werden, wir müssen alle mehrfach geimpft werden und so weiter. Also Leute wie Drosten, Fauci, Lauterbach, deren Einsichtsfähigkeit ist ja äußerst unterentwickelt. Ja, wie schätzen Sie das ein? Wie kann das sein, dass jemand, der Arzt ist? Ja, das würde ich auch sagen. Also es ist letzten Endes, gerade auch wenn ein vollkommen neuer Virustyp eben hier uns gefährdet, ist es natürlich immer ratsam, auf verschiedene Forschungsrichtungen zu setzen, eben nicht nur zum Beispiel der Impfstoffentwicklung, sondern der Medikamentenentwicklung. Das wurde ja auch schon von anderen Fachleuten auch gesagt, dass hier viel zu wenig getan wurde, schon seit Beginn der Pandemie. Da hätte man auch frühzeitiger letzten Endes sich diversifizieren müssen in den entsprechenden Maßnahmen, auch welche Art der Forschung man fördert. Niemand konnte die Omikron-Variante vorhersagen. Niemand hat Delta-Varianten vorausgesagt. Da gibt es letzten Endes natürlich noch sehr viele Unsicherheiten, wie sich das weiterentwickeln wird. Und wir werden gut daran tun, letzten Endes auch auf verschiedene Richtungen der Forschung auch zukünftig zu setzen. Aber lassen Sie mich noch mal eines sagen. Also letzten Endes ist es extrem gefährlich, immer nur zu sagen, ja, wir müssen jetzt einfach nur durch diese Pandemie bestmöglich durchkommen. Und das ist das Einzige, was wir jetzt betrachten wollen. Ich sage ganz deutlich, wenn wir diese extrem hochrisikoreiche Forschung, dieser Gain-of-Function-Forschung of Concern, wenn man das noch ergänzen will, eben nicht stoppen, dann haben wir es mit einem riesigen Gefahrenpotenzial in der Zukunft zu tun. Und das ist genau der Grund, weshalb ich mich vor allen Dingen in Deutschland, aber auch viele Kollegen und Kolleginnen in anderen Ländern, insbesondere auch in den USA, aber auch in Australien, hier entsprechend engagieren. Wir möchten hier alle warnen vor diesen riesigen Gefahren, die existent sind. Übrigens vollkommen unabhängig, ob jetzt immer noch der ein oder andere nicht von einem Laborunfall überzeugt ist. Es sind riesige Gefahren und wir brauchen letzten Endes eine internationale Aufsichtsbehörde, ähnlich der Atomaufsichtsbehörde, um diese biotechnologischen Experimente, die ja nicht nur in China laufen, die laufen ja genauso auch in den USA, in Großbritannien, in Australien, auch in anderen europäischen Ländern. Das ist einfach eine Katastrophe, was es hier an Gefahrenpotenzialen gibt, wenn man insbesondere eben solche extrem gefährlichen Erreger mit Todesraten von 50-80% jetzt kombiniert eben mit so leichten Mensch-zu-Mensch-Übertragung, was man eben biotechnologisch machen kann durch die Anpassung solcher Viren an menschliche Zellrezeptoren, dass man das für Coronaviren getan hat, ist in der Literatur belegt. Das kann niemand mehr bestreiten. Das finden Sie auch in meiner Studie und eben auch den Einbau sogenannter Furinspaltstellen, um letzten Endes
Experimentes auch, das Eindringen dieser Coronaviren in menschliche Zellen zu erlauben, das ist keine Spekulation, nicht von mir oder irgendeinem anderen Kollegen. Das steht in Forschungsanträgen. Ich kann auch den Namen nennen des Forschungsantrags Diffuse im Rahmen des Preempt-Programms der DARPA drin. Wir wissen auch, dieses Proposal, dieser Antrag ist nicht gefördert worden durch die DARPA, ist aber dann ersatzweise durch die National Institutes of Health gefördert worden, gerade in der Zeit dann auch ab 2019. Und wenn das nicht aufhört, und das ist genau auch das Plädoyer meiner Kollegen in den USA und übrigens auch das Plädoyer auch von namhaften US-Senatoren, insbesondere auch Rand Paul aus Kentucky, wenn diese Art der Forschung nicht international kontrolliert wird durch entsprechende Behörden, dann laufen wir hier in eine riesige Gefahr rein, nicht nur für uns, für alle nachfolgenden Generationen. Sie haben insbesondere Christian Drosten, dem Chefvirologen Deutschlands, nenne ich ihn mal den Gott, der uns die letzten vergangenen 2 Jahre beherrscht hat und die Medizin und die Medien dirigiert hat, eine Mitschuld vorgeworfen. Er hat Sie wiederum massiv angegriffen und als Verschwörungstheoretiker herabgesetzt. Was ist da dran? Ist das ein privater Konflikt oder ist Drosten jemand, der an der Stelle auf seine Vertuschungsstrategie fortsetzt? Ja, also in der jüngsten Reaktion, die er ja nur auf Twitter kundgetan hat, hat er ja Begriffe geprägt wie Extremcharakter und seine Kampagne gegen ihn. Es ist definitiv nicht eine Kampagne gegen ihn oder irgendeine Person aus dem Virologenkreis. Das ist es definitiv nicht. Was ich erwarte, ist, dass man das jetzt von der persönlichen Ebene einmal abstrahiert. Es bin ja auch nicht nur ich, der das vertritt, dass wir diese extrem gefährliche Forschung einschränken müssen oder auch beenden müssen. Insbesondere die Forschung, die zu weltweiten Pandemien führen kann. Deshalb muss man einmal abstrahieren von der persönlichen Ebene. Es geht letzten Endes um die Sache. Und was ich immer noch vermisse, letzten Endes jetzt nach mehreren Tagen, nachdem ich ja Interviews gegeben habe, in der Neuen Zürcher Zeitung, in Cicero, aber auch gegenüber Ihnen und vielen anderen Medienvertretern, ist jetzt einmal eine inhaltliche Reaktion von Herrn Drosten, was er eigentlich dazu sagt, welche Stellungnahme er jetzt abgibt. Das erwarte ich diese Woche von ihm. Und ich glaube, die ganze Wissenschaftswelt in Deutschland erwartet das von ihm. Und er soll wirklich jetzt mal auf die konkreten Punkte, die inhaltlichen Aspekte dessen, was ich vorgetragen habe, in den letzten Wochen eingehen. Und das kann man nicht abtun mit irgendwelchen Kampfbegriffen wie Extremcharakter oder Kampagne. Damit ist es nicht getan. Ich erwarte jetzt und die ganze Wissenschaftscommunity in Deutschland erwartet das, dass Herr Drosten zu den inhaltlichen Punkten jetzt stellen muss. Wogegen wehrt er sich? Ich verstehe diese ganze Abwehrschlacht nicht, außer Abwehr des persönlichen Reputationsschadens. Ja? Aber wogegen wehrt er sich, wenn er Virologe ist? Wenn er zur Erkenntnis kommt, dass zu gefährlich geforscht wird und das stellt jemand fest, so wie Sie, würde ich doch sagen, normaler Virologe würde sagen, aha, das ist eine sehr interessante Erkenntnis, dafür müssen wir kämpfen. Stattdessen werden die Warner, also diejenigen, die sagen, es wird zu gefährlich geforscht, zu Verschwörungstheoretikern gemacht. Was soll das? Ist also ein falscher Fokus da. Anstatt sich auf die wirkliche Gefahr zu konzentrieren, stellt man sich im Grunde genommen auf die künftigen Pandemien, die durch diese Forschungsarbeit entstehen, stellt man sich schon mal darauf ein, wie man damit zurechtkommen soll. Das ist ja an sich eine absurde Situation, oder? Es ist vollkommen absurd und vor allen Dingen diese Diskussion ist nicht neu. Diese Diskussion wurde ja im internationalen Raum auch geführt in der Folge dieser Experimente an Vogelgrippeerregern. 2011 gab es eine Diskussion in den darauffolgenden 3 bis 4 Jahren. Das hat man damals in den USA schon problematisch erachtet und deshalb kam es ja dann auch zu diesem Moratorium der Forschungsförderung unter der Obama-Administration. Und es hat sich eben damals eine Gruppe gebildet, vor allen Dingen auch von amerikanischen Kollegen, die sogenannte Cambridge Working Group, die genau diese Probleme aufgezeigt hat, dass nämlich eben diese Gen-of-Function-Forschung nur riesige Gefahren eben heraufbeschwört, aber eigentlich keinen Sinn macht, weil man nie hoffen kann, hier der Natur voraus zu sein. Und es ist aber so, dass ich eine Gegenbewegung
Bewegung gebildet hat damals gegen diese Cambridge Working Group. Und Herr Drosten war eben einer der Begründer dieser Gegenbewegung, die nannte sich Scientists for Science. Und diese Gegenbewegung hatte eben das Ziel, die Forschung, insbesondere auch die virologische Forschung, frei von irgendwelchen Regularien staatlicher Seite zu halten. Und insofern ist das natürlich auch aus den historischen Aspekten heraus der Diskussion der vergangenen 5 Jahre eben auch nachzuvollziehen. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, dass als auch Parteien wie zum Beispiel die Grünen in Deutschland, die durchaus diese hochgefährliche Gain-of-Function-Forschung damals noch 2014 als problematisch angesehen haben und übrigens als einzige Partei damals darauf gepocht haben, dass diese Art von hochgefährlicher Forschung eben auch stärker staatlich kontrolliert wird, dass es eben heute leider auch in Deutschland eigentlich im Moment keine Partei gibt, die sich bewusst macht, was hier eigentlich für Gefahren da sind. Und die Gefahren sind ja jetzt viel realer geworden. Damals haben wir ja nur spekuliert, es könnte zu einer weltweiten Pandemie durch so hochgefährliche Gain-of-Function-Forschung kommen. Aber jetzt haben wir eine Pandemie und letzten Endes stehen eben die Wahrscheinlichkeiten, das habe ich schon vor einem Jahr gesagt, 99% zu 1, dass es aus dem Labor kommt. Es liegen, wie gesagt, Zeugenaussagen vor, dass es im August 2019 zu diesem Laborunfall gekommen ist. Das Einzige, was jetzt aus kriminologischer Sicht doch fehlt, ist wirklich eine Untersuchung vor Ort. Die wird behindert von China, das wissen Sie. Natürlich, China erlaubt nicht, dass es eine entsprechende Untersuchung vor Ort am Virologischen Institut in Wuhan kommt. Und damit erhofft man sich, dass man jetzt auch für die Zukunft immer sagen kann, ja, es ist ja nicht hundertprozentig bewiesen, dass es diesen Laborunfall gab. Da gibt es zwar einige Zeugenaussagen, da gibt es ganz, ganz viele Indizien, aber es ist ja nicht endgültig bewiesen. Darf ich Sie noch einmal fragen? Die Medien haben sich lange zu Erfüllungsgehilfen der Vertuschung gemacht. Ich zitiere Spiegel, Zeit, Süddeutsche, ARD, FAZ. Was ist da die Folge? War das in anderen Ländern offener der Debatte oder ist diese Verengung auf die Verteufelung von Kritikern eine deutsche Spezialität? Nein, das ist keine deutsche Spezialität. Also man muss deutlich sagen, dass in der Zeit zwischen Februar 2020 und sagen wir mal März 2021 eigentlich alles dominiert war durch diese Arbeiten in Nature Medicine und natürlich auch dem offenen Brief in The Lancet, wo eben einige führende Virologen diese Labortheorie als Verschwörungstheorie abgetan haben. Das war der Ausgangspunkt. Und dann kam hinzu, dass der frühere Präsident in den USA, Donald Trump, eben auch dann China vorgeworfen hat, dass es eben einen Laborunfall gab. Und ab diesem Zeitpunkt wurde dann sowieso diese Theorie als rechte Verschwörungstheorie noch zusätzlich gebrandmarkt, die aus der rechten Ecke des politischen Spektrums kommt, obgleich es ja eigentlich überhaupt keine Frage des politischen Spektrums eigentlich ist. Aber es war eigentlich verbunden mit der Person von Herrn Trump. Und erst nach dem Präsidentenwechsel in den USA gab es tatsächlich vor allen Dingen zunächst einmal in den USA eine drastische Wende. Also ich stehe da in engem Kontakt ja auch mit sehr vielen amerikanischen Kollegen aus der Wissenschaft, aber auch mit Journalisten aus USA. Ein Journalist hat also wörtlich von einem Dammbruch damals gesprochen in USA, so Februar, März des vergangenen Jahres. Und das hat ja dazu geführt, dass der neue Präsident Joe Biden unter erheblichen Druck geraten ist, dann auch eine neue Untersuchung einzuleiten durch die amerikanischen Geheimdienste. Es gab also eine unglaublich intensive Diskussion und insbesondere nachdem im Sommer letzten Jahres dann die E-Mail-Korrespondenz von Anthony Fauci im Zusammenhang mit der Telekonferenz vom 1. Februar öffentlich geworden ist und klar geworden ist, dass es hier als eine Vertuschungsaktion führender Virologen gab, dann ist natürlich das Ganze in den USA von der Diskussion her nicht mehr zu stoppen gewesen.
Es ist so gewesen, dass die Medien in Deutschland allerdings viel zu wenig und fast gar nicht darüber berichtet haben. Auch jetzt, wo insbesondere eben auch durch Leiter von entsprechenden Komitees im US-Parlament und auch des US-Kongresses eben noch mehr Einzelheiten dieser E-Mail-Korrespondenz preisgegeben haben. Das ist ja um den 11., 12. Januar herum passiert. Diese neuen Enthüllungen zeigen eben noch deutlicher, welche Vertuschungsaktionen es gab und wie verwerflich hier einige Wissenschaftler gehandelt haben. Das hat auch nicht mehr mit normalem wissenschaftlichen Fehlverhalten zu tun, weil es ja nicht nur jetzt Konsequenzen innerhalb der Wissenschaft hat, sondern wie ich eben auch ausgeführt habe, dieses Fehlverhalten hat wirklich auch Konsequenzen dahingehend gehabt, dass wir eben auch von der medizinischen Seite nicht entsprechend angemessen reagieren konnten. Wie fühlen Sie sich eigentlich als Person? Sie wurden ja eigentlich sehr schlecht behandelt. Ich weiß, nach unserem ersten Gespräch in Hamburg gab es eine Stellungnahme des Hamburger Universitätspräsidenten, der sich hinter Sie stellte. Fühlen Sie sich als Einzelkämpfer, der missverstanden wird, oder sind Sie ein Missionar, der die Welt jetzt zurückführen will auf einen gesünderen Weg? Nein, also zunächst einmal gab es einen vollkommen falschen Eindruck damals nach Veröffentlichung meiner Studie am 18. Februar vergangenen Jahres. Mir haben ja Tausende von Personen aus Deutschland, aber auch aus anderen europäischen Ländern bis hin aus USA geschrieben und gesagt, sie sind unglaublich dankbar, dass sie die Informationen zur Verfügung gestellt bekommen haben und sie finden das unglaublich mutig von mir und man muss also nicht verkennen, auch Facebook zum Beispiel hat damals alle Äußerungen, die irgendwie in Richtung Laborunfall gingen, zensiert. Ja, und Herr Drosten war mit Initiator letzten Endes auch eines Briefs an Unternehmen, die soziale Medien kontrollieren, um diese Labortheorie als Verschwörungstheorie zu brandmarken. Herr Drosten hat nachweislich nach seiner eigenen Aussage auf solche Unternehmen eingewirkt. Das ist schriftlich im Internet als Dokumentation dieses NDR-Podcasts von damals, Interviewerin war Frau Corinna Hennig, nachzurecherchieren. Das sind also jetzt keine Behauptungen, das sind Tatsachen. Und das ist ja auch einer der Punkte, die ich genannt habe in den Interviews der vergangenen Tage, dass ich das also auch besonders verwerflich erachte, dass ein Wissenschaftler wider besseren Wissens, weil er wusste, dass die Laborunfalltheorie eine sehr wahrscheinliche ist, das haben ja andere Virologen auch entsprechend im Januar schon gesagt, 2020, dass er trotzdem eben so eine Initiative ergreift, um Unternehmen, die soziale Medien kontrollieren, anzuweisen, das eben entsprechend zu zensieren und als Verschwörungstheorie zu brandmarken. Und genau das hat ja dazu geführt, dass nicht nur ich, sondern noch viel, viel prominentere Wissenschaftler wie der Nobelpreisträger Luc Montagnier dann aufs Schärfste diffamiert wurden. Und das ist einfach nicht hinnehmbar. Nun heißt es ja immer, folget der Wissenschaft, follow the science. Wir sollen glauben, was Wissenschaftler uns sagen. Ist es wirklich ein Rat, den man eigentlich noch befolgen kann? Schauen Sie, dieser Satz ist problematisch geworden, nur deshalb, weil hier einzelne Personen tatsächlich eine Anmaßung betrieben haben. Und ich will jetzt mal einfach Anthony Fauci als Person herausgreifen. Das Erstaunliche allerdings war, dass es nur ein Politiker, der US-Senator Rand Paul aus Kentucky war, der eben gesagt hat, dass das doch nicht sein kann, dass eine einzelne Person wie Herr Fauci letzten Endes hergeht und für sich proklamiert, dass er die Wissenschaft vertritt. Vielen Dank, Herr Professor Wiesendanger, für diese sehr umfangreichen Ausführungen. Und wir sind gespannt, ob Sie sich in der Öffentlichkeit durchsetzen oder weiter öffentlich diffamiert werden. Ich bin mal sehr gespannt, was Herr Drosten und auch Herr Lauterbach sich jetzt so für Exit-Strategien vielleicht zurechtlegen, wenn einfach klar wird, dass es ein gebastelter Virus ist. Für mich gibt es zwei bemerkenswerte Lehren aus dem Ganzen. Erstens, es gibt sie nicht,
die Wissenschaft, sondern es gibt Gott sei Dank konkurrierende Meinungen in der Wissenschaft und hoffentlich setzt sich die richtige durch. Was passiert, wenn sich eine falsche Sichtweise durchsetzt, haben wir vielleicht gerade sehr, sehr bitter erlebt. Und die zweite Lehre ist, die Rolle der Medien ist nicht für Spaß, nicht für Fun, nicht für Streit, sondern die Rolle der Medien ist aufzuklären und Fragen zu stellen. Und ich wünsche mir, dass wir in Deutschland zurückkehren zu einer Debatte, in der auch die Medien weniger einheitlich sind, sondern unterschiedliche Meinungen kritisch zur Kenntnis nehmen, statt sie zu verdammen. Und damit kommen wir zum Ende unserer Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder dabei sind bei Tichys Ausblick, dann mit unserem Gast Peter Hane. Und er stellt die Frage und wir stellen ihm die Frage, ist das Maß voll? Denn der Ärger in der Bevölkerung ist riesengroß. Bis zur nächsten Woche also, wenn Sie mögen. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.